Hey Leute, Techniker hier. Ich habe ein neues Bild für euch. Und zwar ist es ein Bild diesmal für einen Kumpel von mir, der Carporns dreht. Und er macht wirklich echt geile Aufnahmen und kann wirklich hardcore cool Videos schneiden. Da muss ich mir echt eine Scheibe von abschneiden. Aber was viel wichtiger ist für euch ist, es sollte sehr günstig werden, aber dennoch wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Leistung wirklich vollbringen. Und das war wirklich ein schwerer Spagat, den man nehmen musste. Und dann noch meine RGB-Geschichte reinbauen, beziehungsweise er wollte auch ein bisschen RGB-mäßig was drauf haben. Das Ganze schauen wir uns jetzt gemeinsam an, ob das Ganze geklappt hat. Also bleibt dran. Ja, bevor wir richtig loslegen, ganz kurz zu dem Projekt selber nochmal. Also wie gesagt, das ist ein guter Kumpel von mir, JP Creative Works. Ich werde es auch hier unten nochmal verlinken, beziehungsweise hier nochmal anzeigen. Es ist ein Junge, der wirklich Carporns dreht und wirklich ordentliche Carporns und der wirklich schnitttechnisch wirklich ein Meister ist, finde ich. Und von meinem Level aus betrachtet, hätte ich gerne eine Scheibe von diesem Videoschnitt und von diesem Videoschnitt können, eben was er so drauf hat. Und ich wollte ihm definitiv aushelfen, weil ich finde seine Arbeit wirklich großartig. Das Ding ist folgendes, er wollte einen Videoschnitt-PC, mit dem er 4K-Videoschnitt machen kann, hat aber ein sehr, sehr, sehr limitiertes Preisbudget von 1200 Euro. Das sind so wirklich zwei Welten, die aufeinander klatschen und man schauen muss, wo man bleibt und ob man es wirklich realisieren kann. Eine coole Herausforderung, ich habe sie angenommen. Wir haben das Ganze auch wirklich sehr, sehr, sehr gut gemeistert. Das schauen wir uns jetzt im Laufe des Videos zusammen an. Ich will kurz zu den Komponenten was sagen. Hier wurde ein MSI Gungnir 100R-Gehäuse genommen, einfach ein sehr großes Case, wo man wirklich zu einem späteren Zeitpunkt Grafikkarte und alles upgraden kann ohne Probleme. Festplatten und so weiter. Wir haben hier passend dazu ein MSI Z390 Gaming Plus Mainboard genommen, basierend auf Intel, weil wir hier eben auch einen i7-9700K Prozessor genommen haben, damit er wirklich Multicore-mäßig wirklich ein bisschen was drauf hat. Die Grafikkarte definitiv ganz klar hier eine Nvidia-Grafikkarte, weil die wirklich von den ganzen Videoschnittprogrammen und so weiter am besten supportet wird. Mit den ganzen RTX-Sachen, RTX 2060 Super ist hier eben reingekommen, haben wir hier wirklich ordentlich VRAM und haben auch ordentlich Leistung und den guten Support in den ganzen Videoschnittprogrammen, von daher wirklich auch sehr gut. Und er wollte ja auch ab und zu mal ein bisschen hin und her da mal zocken. Natürlich auch eine geniale Grafikkarte zum Zocken, von daher hier RTX 2060 super für ihn. Arbeitsspeichertechnisch gab es diesmal kein RGB, weil wir hier einfach viel Gigabyte wollten, aber wirklich nicht viel ausgeben wollten. Deswegen hier Patriot Viper 32 GB, 2x16 Konfiguration, damit er später zu einem Zeitpunkt auf 64 eben erhöhen kann. Sehr guter, dennoch sehr guter Arbeitsspeicher, der wirklich auch sehr gut verarbeitet ist. Wie gesagt, leider kein RGB, aber gut, man muss diesen Tod auch mal sterben können. Wir haben hier festplattentechnisch ganz wichtig für ihn natürlich eine NVMe genommen und seine Western Digital Black mit 500 GB. Einfach nur, damit er dort seine Videoteile ablagern kann, diese eben cutten kann und schneiden kann. Und wir hier wirklich eine NVMe, die ordentlich Daten rüberliefert, und Western Digital Black eine sehr, sehr, sehr gute Wahl. Auch beim Game von den Ladezeiten her wirklich eine hervorragende Festplatte. Wir haben hier zum ersten Mal eine Be Quiet Pure Loop 240mm I.O. Wasserkühlung genommen für den i7. Eine sehr gute Wahl an Wasserkühllösung, werden wir aber später auch nochmal genauer spezifizieren. Da haben wir auch einen kleinen Umbau vorgenommen, den er sich so gewünscht hat mit dem RGB. Dazu aber wirklich später mehr. Hier wurden nämlich von meinem Bestand an Lüftern, sage ich mal, ein bisschen nachgeholfen, was er nicht bezahlen musste. Ein paar schöne Intake-Lüfter vorne verbaut und hinten nochmal ein paar schöne RGB-Lüfter, die ich ihm spendiert habe, damit das Ding wirklich ein bisschen RGB hat und ein bisschen was drauf hat. Ist aber wirklich, wirklich dennoch sehr, sehr, sehr cool geworden. Das Ganze schauen wir uns dann jetzt gleich gemeinsam an und am Ende sprechen wir uns nochmal kurz über ein paar technische Schwierigkeiten oder was es zu beachten gab oder was wirklich eine Herausforderung war hier und natürlich zu den Entscheidungen, die wir getroffen haben. Also bleibt dran, schaut euch jetzt das Ganze, den ganzen Bildprozess an und danach sprechen wir uns nochmal. Bis gleich.
weiß, das kommt alles ins Video. Ach, der Junge hat die Fresse klar nicht, Alter. Safe. Ja, ich geb dir eine, Alter. So schnell hast du den PC wieder abgebaut bekommen von mir. Jetzt werde ich gedroht. Bedroht, Digga. Ja. Was er mit Lippen macht. Konzentration, Digga. Ah, ja, Digga. Ja, kennt ihr das? Bei der Autobahnraststätte, wenn neben euch jemand kackt, dann gibt es einen, der macht immer. Ja, ja! Der genau setzt sich's an, Alter. Das mit dem grünen Licht im Hintergrund ist so Porno. Das ist ganz cool, ja. Ein Porn vom Porn. Ist das nicht der Glatzkopf von Brazers? Wenn du es freispielst, wirklich, dann. Das ist, es gibt. Pass auf, es gibt noch Gas. Du musst halt immer auf den Hund aufpassen. Ja. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, er holt ihn, er holt ihn, er hat aber noch ab. Nein. Es gibt doch eine Scheiße an! Es gibt auch andere Stellungen, wirklich. Du musst aber freispielen, das ist gleich soweit. Ich denke mal, das wirst du auch gleich sehen. Pass auf, oh, der haut ab, oh fuck, der haut ab, der haut ab. Aber allgemein, der sagt zum Beispiel, das leuchtet nur weiß, ne? Es kommt dir aber so vor, wenn die Farben mitleuchten durch diese Reflexion von Be Quiet, das wirkt einfach so geil, das wirkt so edel. So, was wird jetzt gezockt, wenn du nach Hause kommst, Junge? Flugsimulator. Ein richtiger Flugsimulator. Wirklich? Jetzt, ihr verarscht mich doch wirklich, oder? Nein, wir meinen das richtig ernst. Nein, aber habt ihr noch nie Flugsimulator gesehen, die Trailer? Nee. Das ist die geilste Grafik, deswegen habe ich... Nee, der Zusammenbau des PCs war eigentlich nur für einen Videoschnitt. Aber Alter, Flugsimulator ist einfach nur... Wirklich, jetzt... Ihr verarscht mich doch beide. Nein, wir finden Flugsimulator auch geil. Ihr habt das wirklich noch nicht gesehen? Nein, ich habe es noch nicht gespielt, keine Ahnung. Aber Videos habt ihr gesehen? Ja, habe ich schon mal gesehen. Ich habe auch gesehen, dass es richtig krass sein soll. Ja, die Grafik ist so heftig, die ist so brutal, die Grafik. Ich habe es auf meinem alten angezockt, aber mein alter ist halt nicht so gut. Das Ding wird halt neue Maßstäbe setzen und das ist einfach 13er? Nein, es ist wahnsinnig. Ich bin sowas von heiß auf das Ding. Ja, ihr habt es gesehen, 1200 € Videoschnitt, 4K PC, i7 9700K, 32 GB RAM, eine ordentliche NVMe, eine RTX 2060 Super, also wirklich von den technischen Datenblatt her ein wirklich ordentlicher PC, vor allem in Anbetracht der heutigen, ja, sag ich mal, Preis- und Verfügbarkeitsverhältnissen von Hardware, ist es wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich gelungen, finde ich. Was ich hier definitiv in den Vordergrund stellen möchte, ist zum einen ganz kurz zum Gehäuse. Ich nehme diese Gehäuse wirklich sehr, sehr, sehr gerne, weil die halt wirklich vom Platz her wirklich sehr, sehr groß sind, ordentlich verarbeitet sind, schlicht aussehen und wie gesagt, für ihn dann den großen Vorteil, dass er wirklich 2,5 Zoll Festplatten, ich glaube vier Slots und so weiter hat, und dann hat er noch zweimal 3,5 Zoll, die er noch einbauen könnte, um eben seinen Speicher zu vergrößern. Das war ein wichtiger Punkt und das Case hat's. Und das Case ist auch ohne Probleme, wenn man doch die Grafikkarte upgraden möchte. Von der Länge der GPU wirklich auch sehr, sehr, sehr cool. Das ist wirklich ein sehr großes Case und deswegen die Wahl des Gehäuses. MSI grundsätzlich als sehr guter Preis-Leistungs-Sieger, sage ich mal, in der ganzen Welt der Hardware. Deswegen hier ein MSI Mainboard, ein Gaming Plus Z390, ein ordentlicher Chipsatz. Basierend auf einer alten Generation, also vorangegangene Generation, will ich es mal nennen, alt hört sich schlimm an, gepaart mit dem i7-9700K, diese Kombination oder diese Wahl, wie gesagt, aus geldtechnischen Gründen, aber trotzdem wirklich aus leistungstechnischer Sicht wirklich, wirklich ordentlich, weil die Multicore-Leistung vom i7 wirklich phänomenal ist. Der Arbeitsspeicher war hier, wie gesagt, leider kein RGB-Arbeitsspeicher, aber hier haben wir 2x16 GB Patriot Viper, wirklich ein ordentlicher Arbeitsspeicher, der von den XMP-Profilen und von den Timings her wirklich ohne Probleme die Taktung gemacht hat, die angegeben war. Und eben 2x16 GB, damit man es zu einem späteren Zeitpunkt eben nochmal upgraden kann, ohne viel Geld. Zack, 64 GB Videoschnitt-PC ist natürlich auch ziemlich nice.
ganz wichtiger Entscheidungspunkt war definitiv die NVMe. Die Western Digital Blacks sind einfach NVMEs, die wirklich ordentlich abliefern von der Datenmenge her, sowohl vom Lesen als auch vom Schreiben, und ist natürlich sehr wichtig in diesem Bereich und deswegen hier diese Wahl. Die Grafikkarte Nvidia natürlich, aus dem Grund, weil einfach die ganzen Videoschnittprogramme diese Grafikkarte wirklich ordentlich unterstützen. Und dann ist es so ein ganz wichtiger Punkt und eine ganz große Frage von euch, was ist wahrscheinlich, wie hat die Be Quiet Pure Loop 240 mm abgeschnitten, hat mich auch sehr interessiert, weil es eben das erste Mal, wo ich diese Wasserkühlung verbaut habe. Ich kann sagen, dass die wirklich ordentlich abschneidet. Also wir haben hier den i7-9700K wirklich ordentlich gekühlt und hatten überhaupt keine Probleme, selbst bei 100%iger Last und so weiter hatten wir ordentliche Temperaturen. Wir haben hier eine Sache gemacht, die er sich unbedingt gewünscht hat. Er wollte nämlich auch ein bisschen, wenn er schon PC von Techniker bekommt, wirklich schon ein bisschen RGB, sage ich mal, dabei haben. Wir haben die Be Quiet Lüfter, die standardmäßig drauf sind, ersetzt durch ein paar RGB Lüfter, wo ich nachgeholfen habe, die ich noch hier hatte. Eben ergänzt. Das sind vom Talius Kronos die RGB-Lüfter gewesen. Die beeinträchtigen aber die Kühlleistung von dieser Wasserkühlung wirklich nur minimal, möchte ich sagen. Zumindest in Anbetracht der Tatsache, dass wir die CPU eh nicht übertakten, haben wir hier wirklich eine ordentliche Kühlleistung und dennoch eben RGB mit reingebracht, was er sich wirklich gewünscht hat. Vorne in der Front sind keine Lüfter verbaut im MSI-Gungnir-Gehäuse. Da habe ich auch nochmal nachgeholfen, habe drei Cooler Master Lüfter, die ich hier noch hatte, eben vorne verbaut und habe ihm somit ein bisschen zum Airflow verholfen. Somit haben wir vorne 320 mm, die reinpusten. Wir haben oben den 240 mm Radiator mit den zwei Talius Lüftern mit RGB und hinten nochmal ein Outtake Talius RGB-Lüfter nochmal verbaut, zusammen mit dem Talius-Controller, der eben normalerweise im Talius-Kronos-Gehäuse ist. Von daher wirklich ein bisschen zusammengewürfelt das Ganze, wie ihr gesehen habt. Wir konnten auch nicht in diesem Preisbudget auf wirklich Struktur vom Mainboard und die genaue Farbe passen zum und so weiter und so fort. Hier mussten wir wirklich, sage ich mal, nehmen, was wir konnten. Aber wie gesagt, 1200 Euro und diese ganzen schönen Komponenten, die er jetzt bekommen hat, wirklich, wirklich cool. RGB-technisch, wie gesagt, die Lüfter sind vom Talius Kronos mit dem Talius Controller darüber gesteuert. Das Mainboard hat eine reine rote Beleuchtung, die man nicht umstellen kann, und hat aber eine MSI-Grafikkarte drauf, die wir eben über die MSI Mystic Light Software eben einstellen können und haben somit wirklich dann, sag ich mal, einen recht ordentlichen Look. Die Be Quiet Pure Loop leuchtet leider nur weiß, sage ich mal, aber ganz ehrlich, ich finde es gar nicht so schade, denn dieser silberne Kopf von der Wasserkühlung wirkt wirklich so hochwertig und zusammen mit den anthrazitfarbenen Patriot Viper mit dieser weißen RGB, sage ich mal, auf dem Pumpenkopf von der Be Quiet Pure Loop sieht das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr hochwertig aus und vor allem, was am wichtigsten ist, ist natürlich, es kühlt halt auch ordentlich. Ja, der Build ist wirklich sehr gelungen, sage ich mal, für diese Preisrange. Falls ihr Fragen habt zu diesem Build oder zum bestimmten Komponenten, die hier verwendet worden ist, ihr kennt es, hier unten in den Kommentaren einfach kurz reinklatschen, eure Frage. Ich versuche immer zu antworten und es liegt mir sehr viel am Herzen, wirklich den Leuten zu helfen. Es werden auch weitere Builds kommen mit der Be Quiet Pure Loop. Ich habe noch einen anderen Build hier anstehen, von daher werden wir diese Richtung uns mal genauer anschauen und diese Wasserkühlung uns auch in einem späteren Video auch nochmal genauer anschauen. Schaut mal vorbei bei JP Creative Works, denn er macht wirklich eine so ordentliche und saubere Arbeit auf sein Instagram-Profil. Und liked, shared, supportet mich, wenn ihr könnt, wenn ihr wollt. Ich würde mich sehr, 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 sehr darüber freuen. Und falls ihr Fragen habt, wie gesagt, einfach auf mich zukommen und so weiter. Die ganze Hardware, die hier verbaut worden ist, ist natürlich hier unten in der Beschreibung gepackt worden als Affiliate-Link. Könnt ihr natürlich darüber einkaufen oder eben zumindest mal anschauen, was gekostet hat, um euch eben ein Bild zu machen, ob ihr vielleicht einen Teil dieser Komponenten auch gerne nehmen würdet. Vielen Dank für alles und man sieht sich bis zum nächsten Mal. Ciao.